Ja, also wir konnten ganz was Interessantes feststellen, nämlich die Immobilienfinanz, wie auch immer Krise man sie nennen möchte, hat eine Auswirkung auf die Immobiliensuche gehabt. Wenn Österreichs größter Makler für Wohnimmobilien und die größte Immobilienplattform des Landes zur Pressekonferenz rufen, um die Wohntrends für 2010 zu präsentieren, darf man auf interessante Zahlen gespannt sein. Konkret wollten die Immobiliensuchenden 2009 wesentlich verstärkte Mietwohnungen nachfragen und nicht mehr so stark die Einfamilienhäuser. Das Einfamilienhaus ist zwar noch immer das Wunschhaus oder die Wunschimmobilie Nummer 1, aber stark haben insbesondere in den Bundesländern die Nachfrage nach Mietwohnungen zugenommen. Was wir feststellen können für Wien ist bekanntlich anders, da ist es so, dass die Eigentumswohnungen sehr, sehr stark zugenommen haben in der Kunst und im Interesse der Wohnungssuchenden, und zwar einerseits natürlich für den Eigenbedarf, allerdings auch für Anlagezwecke. Und hier sehen wir eine gewisse Verschiebung doch von Geldwerten hin zu Sachwerten. Neben der Feststellung, dass Wohnungen boomen und Häuser in der Nachfrage deutlich verloren haben, hat sich auch der Trend, vom Land in die Stadt zu ziehen, im letzten Jahr noch mehr verstärkt. Die Gründe für die Landflucht erklärt uns der Geschäftsführer von Sreal. Die Suche nach mehr Arbeitsmöglichkeiten, kürzere Wege, kürzere Anfahrtszeiten, auf ein Auto verzichten zu können, also auch Kostenaspekte. Ja, und natürlich auch die kleiner werdenden Haushalte. Das heißt, weniger Personen pro Haushalt führen sicher auch zu einem Zug in die Stadt. Und vielleicht speziell neu in den letzten 2-3 Jahren ist, dass die älteren Personen 60 plus, 70 plus wieder zurückkommen in die Stadt, um auch die gesundheitliche Infrastruktur oder Sicherheit zu haben, dass sie für ihre Gesundheit alles vorfinden. Bei den Miet- und Kaufpreisen bleibt das starke Ost-West-Gefälle bestehen. Die Preise bei Eigentumswohnungen haben trotz fallender Nachfrage um 3% zugelegt, bei Häusern um 5%. Der Grund? Es kommen immer mehr Immobilien jüngerer Baujahre und in besserem Zustand auf den Markt. Interessant sind auch die Auswirkungen der Finanzkrise auf das Wohnungssuchverhalten der Österreicher. Das andere Überraschende ist, dass doch die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, die Immobiliensuchenden dazu bewogen hat, statt ins Eigentum zu gehen, was eigentlich der typische Immobilienreflex des Österreichers ist, doch in die Miete zu gehen. Und die Miete, und das ist jetzt ein Ausblick auf 2010, 11 und 12, ist sicherlich für viele, die jetzt in Miete gegangen sind, nur eine Zwischenlösung. Ich miete halt jetzt für 1, 2, 3, 4, 5 Jahre und ich werde so lange mieten, bis ich dann meine Wunsch-Eigentumsimmobilie, meistens die Wohnung oder vielleicht auch dann eine Renaissance der Einfamilienhäuser in ein paar Jahren, bis ich die gefunden habe. Und dann gehe ich wieder in das Eigentum. Aber im Moment ist das Angebot an Eigentumsobjekten für diejenigen, die sich verbessern wollen und für diejenigen, die hier umzugswillig sind, zu gering. Und daher bleiben sie in der Miete. Und dass das so signifikant und so stark war, war doch einigermaßen überraschend. Zum Abschluss der Pressekonferenz gab es dann noch Sekt und Geburtstagskuchen für alle Anwesenden, denn im Sommer 2010 feiert Sreal ihr 30-jähriges Bestehen. Das Immoflash-Team wünscht alles Gute zum runden Geburtstag.